Für Will Smith steht ein Comeback an. Nach dem Ohrfeigen-Eklat bei der Oscarverleihung muss der Schauspieler jede Menge Kritik einstecken. Jetzt meldet er sich mit seinem neuen Film Emancipation zurück. Will spielt dort einen Mann, der vor der Sklaverei flieht und seinen Weg in die Freiheit erkämpft. Auf diese Rolle ist er sehr stolz. Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Filme abgelehnt, die in der Sklaverei spielen. Ich wollte uns nie so zeigen. Und dann kam dieser Film daher. Und dies ist kein Film über Sklaverei, dies ist ein Film über Freiheit. Aber nicht nur Will ist von dem Film begeistert. Auch der Präsident der National Association for the Advancement of Colored People, Cornell William Brooks, äußert sich öffentlich positiv. Ich hatte das Vergnügen, den Film Emancipation zu sehen und kann gar nicht sagen, wie wichtig das für unsere Gemeinschaft und unsere Geschichte ist. Für Will scheint es wieder bergauf zu gehen.